Thema Strukturen. Strukturen ist das zweitwichtigste. Wenn ich jetzt nicht selber Fische suche mit dem Echolot, sondern mich an Strukturen orientieren will, ist das natürlich ein wichtiges Feature. Habe ich jetzt nur einen normalen 2D-Echolot-Kegel, besuche ich natürlich immer nur einen relativ kleinen Bereich des Gewässers ab. Um zum Beispiel irgendwelche Steinfelder zu finden oder irgendwelche alten Brückenpfeiler, Mauerreste oder ein Flussbett, was unter Wasser ist, das würde sehr, sehr viel Zeit erfordern. Ich muss sehr, sehr viel mit dem Boot hin und her kreuzen, um dabei irgendwas ausmachen zu können. Benutze ich das Side-Imaging, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, und orientiere mich mit 20 bis 25 Meter pro Seite, kann ich ruckzuck eine Fläche von 40 bis 50 Meter scannen. In diesem Fall ist es so, dass wir hier auf dem linken Bild ziemlich gut erkennen können, wir haben links vom Boot, linke Seite, haben wir einen relativ großen hellen Fleck. Das bedeutet, wir haben dort einen sehr hart komprimierten Grund, wahrscheinlich steinig, Kies. Und das ist natürlich immer ein interessanter Spot, gerade wenn es zum Angeln auf Zander geht. Man sieht auch hier schon grob, dass da irgendwas im Wasser liegt. Kann das hier aber noch nicht ausmachen. Jetzt haben wir hier nochmal reingezoomt. In demselben Bild, da sieht man kreisrunde Umrisse und in der Mitte ein Loch. Das sind schlicht und einfach Autoreifen. Muss man ja auch mal finden in seinem Gewässer. Ne? Natürlich lassen sich auch versunkene Boote, versunkene Bäume, das lässt sich inzwischen mit dem Gerät alles finden. Im Regelfall ist es halt so, wenn da irgendwas im Wasser liegt, das liegt noch nicht lange im Wasser, habe ich dann noch sehr deutliche Umrisse, kann das wirklich noch deutlich erkennen. Und je länger das Teil natürlich im Wasser liegt, umso mehr versandet es, umso mehr verschwindet es Richtung Grund. Man kann halt, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe relativ häufig schon Kajaks gefunden, die irgendwie versunken waren oder Kanus, kann man teilweise die Sitzbänke in den Booten sogar in, weiß nicht, 15, 20 Meter Tiefe noch erkennen. Das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, Tide Imaging auf jeden Fall, um Strukturen zu finden, das wichtigste Feature. Meiner Meinung nach, mit dem 2D kann ich effektiv einfach nur schauen, welche Gewässer, also welche Gewässerbodendichte ich gerade habe. Habe ich harten Grund, habe ich weichen Grund? Alles andere wird schon sehr schwierig, das verschwimmt dann. Das sieht man dann auch auf dem nächsten Bild ganz gut. Wir haben hier eine Brücke unter Wasser. Links im 2D kann man das ein bisschen erahnen. Da gehört aber wirklich schon viel Fantasie dazu. Nehmen wir jetzt mal rechts das Bild als Down-Imaging-Bild, also als relativ fotorealistische Darstellung nach unten, erkennen wir viel mehr Details. Wir haben hier den Brückenbogen ganz deutlich zu erkennen, der auch wirklich schön rund ist. Das kann niemals was Natürliches sein. Wir haben hier zwei Brückenpfeiler. Wir haben hier unten sogar ein Betonfundament, ein gegossenes, eckiges, wie man gut erkennen kann. Wir haben hier oben eine geschlossene Teerdecke drauf. Das ist dieser harte Streifen nochmal. Und hier haben wir den Vorteil, dass die Brücke relativ hoch über dem Grund ist. Wenn die Brücke jetzt nur einen Meter über dem Grund wäre, mal angenommen, würde ich im 2D fast gar nichts erkennen. Wenn das jetzt hier wäre, dann würde das ein bisschen komisch aussehen, aber ich könnte niemals sagen, was ist das so unter Wasser, was habe ich da gerade gefunden. Also Details wie zum Beispiel Brückenpfeiler, Bauten oder Mauerreste in Talsperren, findet man immer am besten mit dem Down-Imaging oder mit dem Side-Imaging, weil ich einfach eine detaillierte Wiedergabe habe der Objekte. Nochmal ein anderes Bild zu Strukturen, sieht man auf dem linken Bild. Wir haben hier den eigentlichen alten Bachlauf, das Flussbett. Man sieht auch hier gut freigespülte Steine liegen. An den Rändern hier, wir haben hier auch wieder sehr helle Uferkanten, also sehr harten Grund auf beiden Seiten. Und hier sehen wir dann die Betonfundamente wieder, die relativ hoch gehen und darauf den Aufbau aus Stahlträgern. Wie das Ganze über Wasser aussieht, sieht man hier. Auch hier sieht man die Stahlträger. Wie gesagt, das setzt sich unter Wasser dann fort und läuft dann hier ins Echolotbild rein. Das sind natürlich auch absolut gute Standplätze für Raubfische, für Friedfische. Wenn man solche Spots findet und immer wieder anfährt, findet man immer auch wieder Weißfischschwärme, die da rumpatrouillieren. Es stehen da Räuber bei. Gerade Barsche finden sich in solchen Strukturen rein, stehen dann auch zwischen den Stahlträgern. Ist zwar kein natürlicher Spot, aber ist immer ein Hotspot beim Angeln. Also am besten einfach einen Wegpunkt ansetzen